Herzlich willkommen bei Bewusst TV. Mein Name ist Dagmar Neubronner und ich habe Jutta Belle aus Italien zu Gast. Grüße dich, liebe Jutta. Danke, Dagmar. Ich grüße dich auch. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja. Die Situation ist nicht neu, aber unübersichtlich wie eh und je. Uns werden täglich irgendwelche neuen Regelungen, Ankündigungen, Drohungen, Erleichterungen, sonst was um die Ohren gehauen. Die meisten Menschen haben inzwischen irgendwie eine Art gefunden, damit umzugehen. Was glaubst du, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade in diesem Gesamtprozess der Menschheit, der sich gerade abspielt? Ja, ich denke, wir sind so ungefähr am Ende angelangt. Ob es richtig jetzt das Ende ist, kann ich nicht sagen, aber so ziemlich am Ende. Sehr bemerkenswert ist eigentlich in den letzten Wochen und in den letzten Monaten, wenn man das Ganze beobachtet, da scheint irgendjemand gar nicht so richtig Zeit zu haben. Man schiebt alles so in einen Kanal rein. Heute das bestellt, morgen das geordert, übermorgen das ausgerufen. Und es ist eigentlich, wie gesagt, das Durcheinander, was du auch erzählt hast. Aber vor allen Dingen dieser Druck, dieser penetrante Druck, der jetzt so ausgeübt wird, der ist bemerkenswert, und zwar sehr bemerkenswert. Die Frage ist, die sich daraus ergibt, warum macht man jetzt den Druck so, so stark, dass sich alle noch impfen lassen, dass alles dahin rennt und so weiter? Wie kommt das? Wieso jetzt so stark? Warum ist das nicht in der Zeit entsprechend, sagen wir mal, dass eins nach dem anderen kommt? Nein, es kommt alles heute, morgen, übermorgen wieder zurück und diese ganzen Sachen, ein Hin und Her, dass also daraus man nichts mehr erkennen kann, was man wirklich will und was man möchte. Aber mit der Penetranz, mit der es verfolgt wird und dies alles so mit dem Druck, ja, das lässt mich stutzig werden. Und dann ist für mich die Frage ganz aktuell in der Beziehung, warum versucht man jetzt alles auf einmal zu machen? Hat man keine Zeit mehr? Kommt da irgendetwas anderes? Wird irgendetwas anderes erahnt, was jetzt kommen kann, damit man noch ganz schnell den Letzten erwischt, der sich impfen lassen muss, freiwillig impfen lassen muss? Du sagst, es kommt da was anderes. Seit ich dich kenne, sprichst du eigentlich auch darüber, dass wir ja selber verantwortlich sind mit für das, was kommt. Das heißt, wenn du den Eindruck hast, die haben keine Zeit mehr und merken, sie haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit, um noch so viele Leute wie möglich zu kriegen, würde das ja bedeuten, dass auch bei vielen anderen Menschen, die sie eben nicht mehr kriegen, bei all denen, die sich eben bis jetzt immer noch nicht haben injizieren lassen und so, etwas passiert ist innerlich. Hast du den Eindruck, dass ein Teil der Menschen oder viele Menschen da in einem Prozess weiter vorangeschritten sind, des Aufwachens oder der Selbstverantwortung? Denn ich habe dich immer so verstanden, dass das ja eigentlich unerlässlich nötig ist. Ja, das ist unerlässlich nötig. Aber wir haben hier ein markantes Problem. Und ich habe gesehen, dass viele ja gehindert werden oder behindert werden mit dem Erwachen und mit dem Aufwachen. Und je mehr man geimpft wird, umso weniger kann man aufwachen. Und so wie ich das also in der Vergangenheit mal erzählt habe, ist es schwarzmagisch geladen, die ganze Situation. Und deswegen können es viele nicht tun. Aber ich habe gesehen, dass auch Einmalimpfer unterwegs sind, die sich nicht ein zweites Mal impfen lassen und die auch einiges rehabilitieren können oder vieles sogar rehabilitieren können in sich und ihrer Veränderung und unterstützen damit ihre Seinskraft, wieder in die Veränderung zu kommen. Und das ist auf jeden Fall ein wesentlich bemerkenswerter Teil. Denn viele haben erkannt, dass viele sehr krank geworden sind und man berichtet zwar nicht darüber, aber es sind sehr viele krank und sehr viele gestorben, auch in meiner persönlichen Familie. Und ich kann nur sagen, dass dadurch wir diejenigen haben, die die ganze Zeit weiter auf der Lichtseite sind und auf der Lichtseite gearbeitet haben, und es sind nicht so wenig, wie man glaubt, uns weismachen zu müssen oder dürfen. Und es gibt dann diejenigen auch, die jetzt
sagen wir mal, auferwacht sind. Aber das sind nicht die, die im dritten Stadium geimpft worden sind, sondern die vorher schon abgebrochen haben. Und die sind mit im Übergang beschäftigt. Außerdem rechne ich damit, dass es auch dort einige Hilfen geben wird, dass dort wieder Veränderungen körperlicherseits und also physischenseits wirklich gemacht werden können. Auch wenn man das jetzt glaubt, denen nicht mitteilen zu müssen. Aber ich gehe davon aus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diejenigen, die die ganze Zeit mit sich sind und die ganze Zeit mit sich auf der lichtvollen Seite arbeiten, dass die wirklich vieles erschaffen haben, vieles geschafft haben. Denn sonst kann ich mir diesen Druck, den man jetzt ausübt, von der dunklen Seite her, damit wir auch alle geimpft werden, kann ich mir nicht erklären. Denn wenn sie gewonnen hätten und alles im, ich sag mal, Paletti ist und alles also bestens ist, dann brauchte man das nicht zu tun, was man jetzt tut. Und dass man sogar den Jüngsten noch erwischt, die Kinder, die ich also absolut, also wirklich, das finde ich das scheußlichste Verbrechen, was man den Kindern antut, dass man sie impfen lässt oder lassen will oder machen will. Ich finde, das ist schon ein Verbrechen, meiner Meinung nach. Und aber umgekehrt ist es eben einfach so, dass das für mich die Zeichen sind, dass sie keine Zeit haben. Dass die Zeit ihnen davonrennt. Dass die Zeit zu knapp geworden ist. Denn sonst braucht man nicht heute das sagen und morgen das sagen und übermorgen wieder was anderes. Die Leute schier verrückt machen und dann heute, ja, es könnte ja sein, dabei haben sie es schon festgelegt und so weiter. Ich hatte eine interessante Sache, über eine interessante Sache nochmal reflektiert. Und das ist das mit dem 100-Jahres-System, dass wir die spanische Grippe 1920 haben und jetzt haben wir 2020, also wieder 100 Jahre um und zurückwirkend hatten wir die anderen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst Vernichtungsmaßnahmen. Denn wenn die spanische Grippe, sollte ja auch eine Impfung gewesen sein, die man Muss-Impfung durchgeführt hat mit Meningitis, Anteilen, ne? Und dass da so viele gestorben sind. Das kommt ja leider in der Zeitung und in der Propaganda und in den ganzen Sachen nicht vor. Aber es lässt mich vertrauen in der Hinsicht, dass A auch vorüberging, wie das andere auch, und dass dieses Mal eben, obwohl man eine größere Masse erreichen möchte, die krank werden und vielleicht das Zeitliche segnen, dass das sich am Ende nicht so auswirken wird. Also du bist hoffnungsfroh. Es gibt ja auch Leute, die sagen, alle Leute, die sich haben impfen lassen, werden innerhalb der nächsten so und so viele Jahre sterben. Aber du glaubst, da wird man schon noch einiges machen können. Ich denke, dass es da Möglichkeiten geben wird, dass wir Hilfen bekommen. Und es kann nicht sein, dass die dunkle Seite, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, die dunkle Seite alle Macht hat, hier vorrangig zu herrschen. Es gibt auch noch die lichtvolle Seite und die ist eigentlich der Herrscher unseres Universums. Es ist Liebe und Licht und es ist nichts anderes. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass dieses sich jetzt mehr und mehr ausgebreitet hat, ausgeweitet hat und dass denen es eng wird, also denen die Luft nimmt und das aus diesem kühlen Grunde her, dieser Druck entstanden ist, jetzt noch alle zu impfen, jetzt noch rein und dies noch und das alles freiwillig. Ja, wenn ich noch unterschreiben muss, dann weiß ich doch, dass es kein Zwang ist, dass man gar keinen Zwang ausüben kann. Solange ich freiwillig unterschreiben muss, dass ich es freiwillig tue, kann es gar keinen Zwang geben, denn sonst würde man es machen. Aber da macht man sich ja nicht mehr verdächtig in der Beziehung. Nein, man macht sich auch schuldig in der ganzen Sache. Und ich denke, da ist auch genügend ausgebreitet worden, um da einiges in Bewegung zu setzen. Aber meines Wissens nach, meines inneren Wissens nach, ist es einfach jetzt so klar erkennbar, dass wir wirklich in eine Veränderung reingehen und eine Veränderung leben müssen und dass ihnen das eng wird, denn sonst wäre dieser
permanente Druck und diese permanenten aggressiven Veränderungen und Angstmachereien nicht vonnöten. Dann würden sie sich sicher fühlen und dann würden sie die Menschheit da so langsam schlittern lassen, ne? Und nicht mit dieser Hektik, die jetzt so effektiv sichtbar ist. Ja, denn diese Hektik macht ja sehr viele Menschen auch stutzig und bringt sie im Grunde überhaupt erst zum Aufwachen. Wenn du jetzt sagst, dass etwas Neues kommt, das Neue, steht das fest? Also ich glaube, es steht nicht fest, sondern wir müssen es ja erschaffen. Es hängt auch von uns ab, wie das Neue wird. Was kann ich denn tun? Was ist jetzt sozusagen, worauf soll ich meinen Schwerpunkt jetzt setzen, um zu gewährleisten, dass das Neue möglichst gut wird und möglichst so, wie wir das haben wollen, wie ich das haben will? Also grundsätzlich, es gibt also nur eine Veränderung, es kann nur in eine Veränderung gehen, das wäre auch von der dunklen Seite her, gibt es auch eine große, massive Veränderung, eine viel stärkere Veränderung, wie der Menschheit klargemacht wird. Also Veränderung gibt es auf jeden Fall. In der und der Richtung ist alles egal, wie wir es nehmen würden. Also ich halte mich auf der lichtvollen Seite auf und bin so fest davon überzeugt, dass immer sichtbarer wird, wie stark die verändernden Situationen halt jetzt, sagen wir mal, geprägt sind. Wenn ich die Leben von verschiedenen Menschen angucke, die ich kenne oder Freunden und Bekannten, dann sehe ich, dass sich in ihrem Bereich eine gewisse Sicherheit ausgebreitet hat. Das heißt, eine Stabilität, die sie selbst darstellen, ne, in dem gesunden Wissen, dass das andere etwas anderes ist. Das heißt, das ist dunkel und das ist ein anderes Sein und ich habe mich entschieden für mein Sein, das heißt für mein lichtvolles Sein. Ich weiß, dort arbeiten sie mit Angst und ich arbeite mit Vertrauen und Liebe zu mir selbst. Und vor allen Dingen höre ich auch auf mich selbst und dem, was ich denke, ich folge meinem Herzen und schaue mir einfach ganz bewusst mein Sein an. Und wenn ich mein persönliches Sein angucke, dann ist es gar nicht so schlecht. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das, was ich jetzt im Kleinen sehen kann, feststellen kann, für mich leben kann und auch bei den anderen, dass sich das immer mehr ausweitet. Und das kann man auch nicht wegdrücken. Es ist einfach, ich möchte es mal sagen, dein Seinsvollzug, den du jetzt gehst. Du gehst Schrittchen für Schrittchen in dein neues Sein, deine eigenen Erschaffung, deinen eigenen Ausdruck. Und das muss so sein, denn nur das kann alles verändern. Das sind die Grundvoraussetzungen für die Veränderung. Du bist für dich und deine Seinskraft und deinen Seinsausdruck tätig. Das heißt, dein Sein, was man jetzt vielleicht im kleinen Rahmen sehen kann, ist gar nicht geschädigt. Du lebst ganz gut. Du hast dir dein eigenes Heim kreiert in der Zwischenzeit, bist irgendwie darauf zurückgeworfen worden, weil man im Außen, man kann nicht unbedingt ins Café gehen, man kann nicht dahin gehen, man kann nicht dahin gehen und da wissen ja, was wir alles dafür brauchen, ob es ein Pass oder die Impfung oder egal, was sie da uns unterjubeln wollen, ne? Aber im Grunde genommen ist es so, dass du in der Zwischenzeit genau das Gegenteil gemacht hast. Du hast dich nicht zerrütten lassen, du hast deine Familie nicht zerrütten lassen, sondern du bist der Anker für deine neue Seinskraft und für dein neues Sein. Und im kleinen Rahmen lebst du das sehr intensiv. Und wenn ich mich darauf zurückbesinne in der letzten Zeit, wenn ich mich mit irgendjemand getroffen habe und gesehen habe oder mit anderen zusammen, habe ich gesehen, dass das Sein und das Sein und das Sein eigentlich ein ganz schöner, komplexer Kreis geworden ist. Sehr intensiv und viel intensiver wie vor Jahren. Denn was ist jetzt passiert? Da ist die Angst, die da herrscht. Und bei uns die Zuversicht und das Vertrauen in ein neues Sein. Und das gibt Kraft und Power. Gibt wirklich Kraft und Power. Und was ist wirklich auf der Vorderhand siegend? Das ist immer
Liebe, das Licht, diese Kraft, diese Seinskraft, dem Herzen folgen und das. Und die Angst, die bleibt hinter uns. Und das bleibt wirklich in den, ich sag mal, in den Anfängen stecken. Sie hat man, Jahrtausende hat man oder Jahrhunderte so gearbeitet, immer wieder mit der Angst gemacht, immer wieder versucht, die Menschheit zu dezimieren. Und das ist auch dieses Mal wieder der Fall, ist ja vor vielen, vielen Jahren angekündigt. Wer jetzt noch glaubt, dass die Pandemie eben mal so entstanden ist, ne? Da hätten wir früher als Kinder gesagt, der hat sich aber die Hose mit der Kneifzange zugemacht. Ne? Also ich würde sagen, das kann man vergessen. Es ist lange geplant worden und zwar sehr lange. Und wenn ich an diesen 100-Jahre-Rhythmus denke, ja, dann würde ich sagen, dann ist es wieder fällig. Und in diesem Fall kann ich nur sagen, verändert sich die ganze Sache, weil es jetzt viel mehr Leute gibt, die wirklich ganz bewusst sich selbst leben und ausdrücken und ganz bewusst die lichtvolle Seite gewählt haben, wo das in der Vergangenheit, in der Entwicklung noch mehr zurück war, also niedriger schwingend war wie jetzt. Und das ist eigentlich das ganz große Aha. Ne? Was jetzt kommt. Ja, und wie du das machst, das hängt von dir ab. Von dir und deinem geistigen Level. Das heißt also, deine Schwingungsebene, auf der du dich befindest. Und so gestaltest du dich selbst mit deinem, wirklich deinem Kraftpotenzial, wirklich in deiner eine, in dieser aussagenden Kraft deines Selbstes, ne, kreierst du dir dein Umfeld und dein neues Sein. Und das ist die Wahrheit. So erlebe ich das auch. Ich erlebe es bei mir so, bei meinen Freunden und auch in meinen Gruppen, dass da eigentlich eine ganz große Kraft jetzt sichtbar wird und eine Zuversicht, allerdings immer wieder natürlich so verunsichert durch das, was viele von uns sehen bei lieben Menschen, mit denen sie sehr verbunden waren, die einfach einen anderen Weg gehen, die immer mehr, das gibt es ja leider auch, Menschen, die vollkommen in diese Panik, in diese Angstpsychose abstürzen und überall mit ihrer Maske rumrennen und wirklich panisch sind. Und das ist immer wieder so ein Wermutstropfen und eine Verunsicherung und eine, oh ja, aber was ist denn mit denen und was ist denn mit denen? Ja, das weiß man nicht. Das hängt auch von denen selbst ab, ne? Mhm. Und ihren Status, den sie leben und ausdrücken. Und ich habe zum Beispiel viele kennengelernt, die gesagt haben, es ist mir ganz egal, wie man mich versucht zu erpressen. Und ob man da Strafe oder sowas bezahlen muss, das ist mir auch egal. Ne? Denn das, was ich bin, zu erhalten, ist mir viel wichtiger. Mhm. Und niemand kann mir das nehmen. Und deswegen muss ich wirklich ganz stark mit mir verknüpft sein, mit mir im Herzen auch verknüpft sein, im Vertrauen sein, weil ich weiß, das Wichtigste in meinem Sein bin ich. Und nur wenn ich begreife, dass ich das Wichtigste in meinem Sein bin und nicht Frau Meier Müller-Schulze und nicht der Herr Direktor und nicht der Herr Schulleiter und nicht der sonst irgendetwas oder der, wie gesagt, der Politiker, ist mal ganz vage gesagt, dass der nicht das Wichtigste in meinem Sein ist, sondern ganz irgendwo ankommt, nämlich hinten an allerletzter Stufe, denke ich vielleicht an den. Aber ich bin nicht für ihn verantwortlich, sondern nur für mich. Und ich bin nur verantwortlich für mich und meine Seinskraft, für das, was ich gelebt habe und das, was ich leben werde und das, was ich leben will und ausdrücken will. Und nie kann ich jemals zur Rechenschaft gezogen werden, was der Politiker da verbockt oder sonst was. Das ist nicht meine Welt. Meine Welt bin ich. In meiner Welt bin ich der Hauptdarsteller. In meiner Welt habe ich die Aussagekraft, nur ich alleine. Und es geht hier um mein Selbst, um mein physisches Selbst, um mein höheres Selbst. Und dafür in dem Wissen, dass ich eine geistige Wesenheit bin und nicht nur eine körpergebundene Wesenheit, sondern dass ich eine starke Aussagekraft habe und ein starkes schwingendes geistiges Wesen bin, das
höher schwingt wie jede Angstenergie, die hier auf der Erde ausgestrahlt wird. Und in dem Wissen weiß ich, dass es die Veränderung gibt. Und diejenigen, die jetzt in der Zwickmühle sind, weil der Job eben da drückt, weil man mich zwingt, mich freiwillig zu entscheiden, mich impfen zu lassen, mich freiwillig dahin zu begeben, meinetwegen einen Weg der Krankheit zu gehen oder vielleicht des Todes, mich freiwillig dafür opfere. Ne? Das ist alles meine Entscheidung. Aber eins steht fest, ich bin fest davon überzeugt, dass es für diejenigen, die vielleicht einen kleinen Fehltritt sich erlaubt haben, dass es da auch Hilfen gibt, die das ausgleichen werden oder wieder bündeln könnten oder wieder richten könnten, damit auch sie ihren Teil oder ihren Anteil leben können, der entsprechend ihrem Level, ihrer Aussagekraft ist. Also nicht jeder, der sich hat impfen lassen, ist unwiderruflich sozusagen verloren. Ja, es kommt darauf an, welche Dosen, was man ihnen geimpft hat und wie. Das, also es sind von ganz vielen Merkmalen abhängig. Und da kann man jetzt kein Gesamturteil der sich darüber erlauben, genauso wie wenig ich sagen kann, sie gehen alle. Und es ist immer nur ein Wie-Wenn. Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass viele Menschen, die eigentlich auch an dem Punkt wären, aufzuwachen, es nicht hinkriegen, weil mit schwarzer Magie gearbeitet wird. Ja. Können wir da irgendwas tun oder einfach nur wir selber sein und dadurch die schwarze Magie in unserem Leben zurückdrängen? Oder? Also erstmal muss man wissen, warum konnte es passieren, dass Leute, die sehr intelligent sind, sehr aufgewacht sind und sehr weit schon vorangegangen sind, wie kann es sein, dass sie sich haben impfen lassen? So, und ich weiß es ganz genau, dass schwarzmagische Riten vollzogen worden sind und dass es deswegen etwas schwierig ist, zu begreifen, was da passiert. Aber es haben viele wirklich sind geblendet. Die haben die Binde vor den Augen und können nicht erkennen, was ist. Und daran ist wirklich dieses schwarzmagische, mystische, schwarzmagische eben Schuld. Und das möchte ich jetzt auch so sagen, ist Schuld daran, dass sie es nicht können. Dieses Unbegreifliche. Und und weil man es einfach nicht begreifen kann, dann denke ich, der hat ja genauso studiert wie ich, der hat doch dasselbe gemacht, der hat doch ganz genau gewusst, was Viren sind und was Bakterien sind und so weiter. Und wieso hakt es bei dem, auf einmal gibt es da Viren? Ne? Ja, aber es fallen ja nicht alle drauf rein. Ja, wieso, wen erreicht das denn oder was kann man denn tun? Nein, es ist ein Großteil, der nicht in der Lage ist, das zu unterscheiden, eben weil sie eben gebunden sind. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, man weiß es ja allgemein, aber das Dunkle arbeitet immer schwarzmagisch irgendwo. Und das sollte man einmal ein bisschen mehr, sagen wir mal, in den Vordergrund heben, um es verstehen zu können, von uns aus, um es verstehen zu können, dass deine Freunde vielleicht da abgeknickt sind oder sich nicht gut tun, wenn ich das mal so formulieren darf. So, und das ist eben einfach. Und das habe ich, also rückverfolgend habe ich das gesehen, dass die großen Pläne der dunklen Seite immer mit schwarzer Magie untermauert werden und eine gewisse Stabilität dadurch erreichen. Aber schwarze Magie hin, schwarze Magie her, Licht ist stärker. Gut. Und das ist etwas, was man sich wirklich immer wieder sagen muss. Was ist stärker? Die Liebe ist stärker. Das Licht ist stärker. Richtiges Licht, keine Kerzenfunzeln. Ne? Die anderen können alles noch voll machen mit Kerzenfunzeln, so viel sie wollen. Dann ist es immer noch nicht das Licht. Aber das richtige Licht ist einfach stark in der Kraft. Eine starke Schwingung, eine starke Aussagekraft und vor allen Dingen mit Liebe gewürzt, mit Liebe erfüllt. Ja, da kann schwarzmagisch sein, was will. Aber das kann diesem Schwarzmagischen immer widerstehen.
Und zwar ganz erheblich, weil der Schwingungsbogen ein ganz anderer ist. Das schwarze Magische ist tiefer schwingend, das Schwarze oder das Dunkle ist tiefer schwingend, das Licht und die Liebe ist immer höher schwingend. Deswegen ist es nicht so, ich sag mal, fast noch nicht mal für mich relevant, dass ich zwar weiß, dass es ist, weil ich einfach in der Sicherheit bin, dass das andere weit darüber hinausschwingt. Und wenn das weit darüber hinausschwingt, kann es nur bedeuten, dass es viele Dinge wieder richten kann. Aber ich muss mich dafür entscheiden. Genau. Mhm. Und ich muss mich meiner Seinskraft bewusst, muss mir meiner Seinskraft bewusst sein. Ich muss mir bewusst sein, was ich bin und dass ich ein kraftvolles Wesen bin und nicht nur der Körper, der hier beimpft oder bearbeitet werden kann, sondern dass dieser Körper in einer Wesenheit ruht, die lichtvoll ist. Also wenn ich Licht bin, ist sie lichtvoll und ist stark in der Kraft und stark im Ausdruck. Und wenn ich dem Herzen folge, ne? Ja, was kann mir dann nur noch passieren? Dann bin ich mehr Zuschauer dieser ganzen Seinskraft, der Dunkelheit, das alles, was um mich herum passiert. Dann schaue ich es mir an. Und wo bleibe ich? Ich gehe immer zu mir in meinen selbst erschaffenen Kreis, in meinen selbst erschaffenen Rahmen, der sehr schön harmonisch ist und darin fühle ich mich zu Hause, fühle ich meine Kraft, fühle mein Potenzial und ich weiß, den kann ich dann ausdehnen. Und da kann die Dunkelheit nichts dran tun, wenn ich in der Bewusstseinsebene bin. Gar nichts. Sie kann mir keine Angst machen, weil die dann nicht für mich existiert. Denn wenn ich im Vertrauen bin, kann ich keine Angst. Beides gleichzeitig geht nicht. Das heißt, wir müssen weiterhin einfach bei uns bleiben, uns immer für das Licht entscheiden und darauf vertrauen, dass das Licht stärker ist. Immer sich für sich selbst entscheiden. Das finde ich wichtig. Mhm. Immer für sich selbst entscheiden, weil die Entscheidung ist ganz einfach uns weggenommen worden, dass andere wissen, was wir brauchen und wie es gut ist. Und ob das Herr Doktor oder der Pfarrer oder jetzt sogar der Politiker ist, der das besser wissen will, wie es mir am besten geht. Also, die können ihre Meinung für sich behalten und ich behalte meine Meinung auch für mich. Und lebe aber das, was ich bin. Denn ich kenne mich am besten. Ich weiß ganz genau, was ich verkraften kann, was ich nicht verkraften, was ich essen kann, was ich trinken kann. Und wenn ich mir das Bein angestoßen habe, weiß ich, dass es weh tut. Ne? Aber ich muss mir nicht unbedingt etwas zufügen lassen von irgendjemand, der keine Ahnung von mir und meinem Körper hat. Das muss nicht sein. Ich denke, solange ich noch in der Lage bin, für mich selbst zu denken, für mich selbst zu schauen, um mich selbst zu leben, um meine Seinskraft in den Vordergrund zu bringen, das ist das Wichtigste für mich, meinen Seinsaspekt und auch für die Zukunft. Denn damit erschaffe ich neue Möglichkeiten für alle, die hier ein neues Sein wollen. Wunderbar, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.